Willkommen zur Talkshow Deluxe. Ich, Johanna Harich, werde Sie heute durch die Show führen und wir werden uns heute mit dem Thema Shopping bzw. Kaufsucht beschäftigen. Hinblick der Finanz- und Wirtschaftskrise müsste man wohl erwarten, dass die Kaufsucht sinkt. Interessanterweise bewies jedoch die Kaufsucht-Gefährdungsstudie 2011, dass der prozentuelle Anteil der an Kaufsucht Erkrankten ähnlich wie im Jahr 2010 bei ca. 28% liegt. Der Anteil der weiblichen Kaufsuchtgefährdeten liegt auf sehr hohem Niveau und deutlich über dem der männlichen Befragten. Unsere heutigen Gäste sind Herr Doppelbauer, Schuldnerberater, Frau Entholzer, die selbst von Kaufsucht betroffen ist, und Frau Reinhardt, die als Psychologin mit Betroffenen arbeitet. Frau Entholzer, bitte schildern Sie uns kurz Ihre Situation als Betroffene. Ja, also ich habe Einkaufen schon immer geliebt. Ich habe eine Vorliebe für Schuhe und das fing alles vor circa 3 Jahren an. Ich ging fast täglich einkaufen und versuchte immer in der neuen Mode zu sein. Es war wirklich teilweise eine harte Zeit, weil ich musste Schulden machen bei meinen Freunden sogar und die redeten mich auf meine Sucht an. Und seit diesem Zeitpunkt denke ich darüber nach und weiß, ich muss etwas ändern, weil es kann so nicht weitergehen. Dankeschön. Und unsere Experten, wie kann ich eine Shopping-Sucht erkennen? Die eigene Shopping-Sucht erkennt man vor allem daran, dass ein extremer Drang zum Shoppen eben entsteht und das Einkaufen auch eine Befriedigung bedeutet. Und längeres Nicht-Einkaufen löst eine extreme Unruhe aus, die eben mit Einkaufen wieder befriedigt wird. Auch wird dieses Einkaufen gerechtfertigt durch eine Belohnung. Man war fleißig, man kann sich etwas gönnen. Und ja, in finanzieller Hinsicht kann man sagen, dass der Schuldenberg immer größer wird. Der Betroffene verliert den Überblick über seine Finanzen und muss sich immer mehr Geld von Freunden oder Familienmitgliedern ausborgen und die kann er dann nicht mehr zurückzahlen. Und welche Einflüsse führen bzw. leiten auch zur Shoppingsucht oder zur Kaufsucht? Oft ist es eine soziale Ausgrenzung, eine Einsamkeit, oft Selbstwertprobleme. Diese werden dann eben durch Shoppen kompensiert. Ja, und was sind die Folgen der Krankheit, die sich auch auf die Psyche der Betroffenen auswirkt? Es entsteht Scham vor der eigenen Unfähigkeit, die Sucht zu bezwingen, vor der eigenen Schwäche. Oft wird in einer Verantwortungsposition in einer Familie entstehen große Schuldgefühle. Diese werden eben wieder durch Shoppen besänftigt. Oft führt dies zu einer Depression, die wiederum mit Medikamenten bekämpft wird und daraus kann leicht eine Medikamentensucht entstehen. Es ist also ein Teufelskreis, der in einer endlosen Abwärtsspirale enden kann. Ja, und auch die Familie und auch die Gesellschaft werden ja in vielerlei Hinsicht betroffen, aber in welchen? Also welche Auswirkungen hat das auf Familienmitglieder? Ja, sehr negative Auswirkungen, da Familienmitglieder oft ausgebeutet werden. Sie müssen leiden, es bleibt kein Geld mehr, um finanziell für die Wohnung aufzukommen. Oder es werden von Freunden immer mehr Geld geborgt. Und das Geld kann nicht mehr zurückgezahlt werden. Auch wird sehr viel Zeit für das Shoppen aufgewendet und daher wird der Kontakt zu den Freunden langsam abgebrochen und es bleibt auch wenig Geld, um Freunden auch mal ein kleines Präsent zu kaufen oder mit ihnen ins Kino zu gehen. Ja, eben wie schon erwähnt, der soziale Kontakt wird eben immer weniger. Und die sozialen Kontakte werden auch immer unwichtiger für die Betroffenen. Für die Familienmitglieder oder Freunde
entsteht oft ein großes Ohnmachtsgefühl, weil sie eben nichts ändern können, kaum helfen können und sich die Betroffenen oft sehr distanzieren und verschließen, auch vor ihren Freunden. Und Freund, was hat die Sucht Auswirkungen, also welche Auswirkungen hatte die Sucht auf ihre Wohnungssuche oder auf ihre Jobsuche? Ja, das hatte eigentlich sehr große Auswirkungen, denn ich wollte immer mehr kaufen und das Glücksgefühl, wenn ich mir etwas gekauft habe, das hielt einfach nicht lange an. So wie es jeder normale Mensch kennt, dass man daran Freude hat, das hatte ich nicht. Ich habe es gekauft und schon war das Glücksgefühl wieder weg. Und dadurch musste ich täglich einkaufen gehen, um diese Glücksgefühle zu haben und schmiss somit meinen Job. Ich bin zurzeit auf Wohnungssuche, aber es ist natürlich sehr schwierig durch die hohen Schulden. Dadurch wohne ich zurzeit bei meinen Eltern und versuche mit aller Kraft einen Job und eine Wohnung zu finden. Und Herr Doppelbauer, welche Erfahrungen haben Ihre Klienten mit der Jobsuche und inwieweit wirkt sich das auch auf die Zukunft aus? Also wie weit wird immer zurückgeschaut auf die Sucht, dass man die mal hatte? Also ich kann sagen, Frau Entholz ist ein sehr gutes Beispiel hierfür. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen, ist immer nur einkaufen gegangen, hat dadurch ihren Arbeitsplatz vernachlässigt, dadurch blieb das Geld aus und als Folge natürlich der Verlust der Wohnung. Und wenn man kein Geld hat, fällt es natürlich auch sehr schwer, dass man wieder eine Wohnung findet. Und die Gesellschaft, wie reagiert die auf dieses Thema, Frau Entholz? Also wie werden Sie von der Gesellschaft behandelt, von anderen Personen? Ja, also für Außenstehende ist das eigentlich sehr schwer zu sehen, wenn jemand kaufsüchtig ist, weil ich zum Beispiel, ich habe versucht, dass ich nicht immer in dasselbe Kaufhaus gehe, damit die Verkäuferin keinen Verdacht schöpfen könnte, weil ich jeden Tag hier stehe und etwas kaufen will. Entschuldigung. Aber es ist ja heutzutage so leicht möglich, dass man auch übers Internet online Sachen bestellt und dadurch ist das für Außenstehende schwer eben. Familienmitglieder eventuell könnten einen darauf aufmerksam machen, gerade wenn das Geld knapp wird. Okay. Und wenn jetzt eben ein näherer Verwandter oder eine Freundin an Kaufsucht, Konsumsucht leidet, wie kann ich dir helfen, wie kann ich ihr zur Seite stehen? Ja, ganz wichtig ist, dass man in keinem Fall aufdringlich ist oder die Betroffenen beschuldigt, da diese leicht sich zurückziehen und ausweichen. Es ist oft hilfreich, zum Beispiel mit Betroffenen gemeinsam einkaufen zu gehen, da diese ihr Kaufverhalten mehr oder weniger rechtfertigen müssen. Auch kann man in diesem Fall leichter Einfluss direkt auf das Verhalten nehmen. Auch ist es sinnvoll, gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Tätigkeiten aufzunehmen, da so dass das Einkaufen nicht so sehr notwendig ist, da man auch Freude hat, Spaß hat, ohne einzukaufen. Und sollte man diese Freunde auch finanziell unterstützen oder wie sehen Sie das als Schuldnerberater? Wie kann ich Ihnen in finanzieller Hinsicht helfen? Ich würde sagen, auf keinen Fall, da man sicher sein kann, dass man das Geld nicht mehr zurückbekommt, wenn es immer so weitergeht. Und ich würde als Freund ihm beistehen und ihm als eine Therapie anbieten. Und nach der Therapie vielleicht, wenn feststeht, dass die Therapie dass die Sucht geheilt ist, würde ich vielleicht finanzielle Hilfe anbieten. Dankeschön. Ja, das war's für heute von der Sendung. Wir danken Ihnen für Ihr Zusehen. Und wenn Sie Probleme mit der Sucht haben, wenden Sie sich an Promente, die Anlaufstellen in ganz Oberösterreich bieten. Oder wenden Sie sich an ein Jugendzentrum in Ihrer Nähe. Sozialpsychische Beratungsstellen werden Ihnen mit Sicherheit Hilfe leisten und auch Schuldnerberatung, wenn Sie finanziell noch dazu in Not geraten sind. Danke für Ihr Zusehen.